naja, im Kanzleramt sicherlich, im Bundestag. Und das Ganze ist so ein, was ist das, ein Quadratkilometer vielleicht, und das nennt man die Blase. Das klingt despektierlich, aber es ist eigentlich der Raum, in dem sich alle treffen, Politiker, Interessenvertreter, um nicht zu sagen Lobbyisten, Journalisten, aber eben auch Bürger, die ins Parlament kommen und zuhören und sich mehr oder minder begeistern lassen. Also es ist die Kreis rund um den Reichstag, die Innenstadt von Berlin, da wird es gemacht. Bestimmt nicht der Reichstag, leider, obwohl ich da beruflich sehr gerne hingehe, aber privat bin ich dann doch gerne am liebsten zu Hause. Das ist kurz im Südwesten außerhalb von Berlin. Beides. Sie brauchen den Inhalt, Sie brauchen den kondensierten Inhalt, gerne auch in einem langen Text, mal in einem kurzen Text, das hängt ganz davon ab. Und dann brauchen Sie eine Schlagzeile, die die Leute neugierig macht, sie zum Lesen anreizt, sie vielleicht auch ein bisschen provoziert und hoffentlich zum Kaufen anregt. Längst schon Spree. Große Buchstaben zwingen zur Kürze, weil nicht so viele in die Zeile passen. Und die Kürze und die Prägnanz der Kürze ist, glaube ich, im politischen Geschäft besonders wirklich wichtig. Und auch beim Vermitteln von politischen Inhalten muss man es kondensieren, ohne es zu verfälschen, aber es so klar rüberzubringen, dass Leute, die sich nicht jeden Tag damit professionell beschäftigen, es eben auch verstehen. Letztlich die Wähler.